Sieben Mannschaften aus vier Nationen, viele Tore und eine tolle Stimmung gab es am Wochenende in der Robert-Schumann-Halle in Oldenburg beim Wunderhorn-Turnier 2015 zu sehen. Hier beim Turnier nehmen die Bundesligisten Füchse Berlin, HSG Blomberg-Lippe, Buxtehuder SV, der deutsche Pokalsieger und der VfL Oldenburg teil. Als Gastgeber aus dem Ausland, aus Russland, kommt Lada Toliati, der niederländische Meister Serco Dagdalfsen ist hier. MKS Lubin musste leider absagen, aber wir haben als dritte ausländische Mannschaft zum ersten Mal eine norwegische. Das ist Byersen Trondheim. Der favorisierte Gastgeber VfL Oldenburg war gleich am ersten Tag mit voller Konzentration am Ball. Sie gewannen alle vier Spiele. Ebenso der HC Lada Toyati, auf den die Oldenburger am Sonntag in ihrem ersten Spiel trafen. Heute hat sich gezeigt, Lada Toliati, unser Gegner im November im Europapokal zufällig auch, ist eine richtig, richtig, richtig starke Mannschaft mit mehreren Nationalspielerinnen, 5, 6 sind das, diversen Spielerinnen von vom Meister Wolgograd dazugeholt. Lada Toliati ist einer der großen Favoriten dieser Saison in Russland, das haben sie jetzt gezeigt, haben hier deutlich dominiert den VfL, der allerdings sich auch nicht speziell auf diesen Gegner vorbereitet hat. Daher konnte Oldenburg das Spiel trotz starker Leistungen nicht für sich entscheiden. Den Zuschauern und Fans wurde Handball auf höchstem Niveau präsentiert. Ich freue mich jedes Jahr auf Wunderhorn-Turnier. Das ist für mich vom ganzen Jahr sehr Highlight. Und ich fand, dass auch unsere Mannschaft heute toll gekämpft hat. Ich bin hier, weil ich Handball-Urgestein bin seit der Jugend. Und deswegen interessiert mich so ein Turnier, mit das so hochklassig besetzt ist, ja ganz klar. Sowas kriegt man in Oldenburg so in dieser Kompaktheit ja auch nicht so oft geboten. Und dann geht man gerne hin und guckt sich das an. Wir kommen aus Schleswig-Holstein und haben unsere Tochter nach hierher verkauft und sind gerne hier. Im zweiten Spiel der Oldenburger hieß es, den Buxtehuder TV zu schlagen. Bis zum Ende lieferten sich beide Mannschaften ein heißes Duell auf Augenhöhe. Es blieb spannend, doch der VfL konnte dieses Spiel für sich entscheiden und ins Finale einziehen. Ich bin zufrieden, weil wir gesund sind, das ist das Entscheidende. Trotz harter Arbeit. Wir haben, glaube ich, einige gute Spieler gezeigt und meine Mannschaft beweist, dass unsere Ideen, die wir vorbereitet haben, funktionieren. Gekämpft wurde dann auch noch einmal im Finale, denn erneut traf Oldenburg auf HC Lada Toyati. Zu Beginn waren beide Mannschaften ziemlich gleich auf, doch der Gast aus Russland nutzte die Chance, er spielte sich einen Vorsprung von 4 Toren und gewann das Turnier. Nicht so gut, ne? Wir hätten lieber gewonnen. Also wir hatten alles in der Hand und ein paar schwache Minuten zwischendurch haben uns halt gezeigt, dass wir noch ein bisschen Weg haben bis zum Europacup-Spiel. Ich denke, dass wir uns schon ganz gut gefunden haben und deswegen glaube ich auch, dass wir ganz gut in die Saison starten werden. Natürlich haben wir gleich die schweren Gegner am Anfang, aber da kann man auch gleich sehen, wie gut wir schon zusammenspielen können. Somit gehen zwei spannende Turniertage zu Ende und der HC Lada Toyati fährt mit einem verdienten Sieg in die Heimat zurück. Für den VfL gibt es die Revanche dann im November im Europapokal.